Die Geschichte ist beendet, bevor sie richtig begonnen hat. Das ehrgeizige Projekt Turnauer Schlossbräu findet Ende September 2013 ein jähes Jahr, ein abruptes Ende. Dabei hatte alles so schön begonnen. Im Frühsommer 2003 eröffnet der passionierte Jäger und Selfmade-Gastronom Bernhard Wagner mit seinem damaligen Partner Gerd Lauterbach die Turnauer Schlossbräu. Mit viel Fleiß und Mühe erkochen sich Bernhard Wagner und sein Team die Herzen der Gäste. Echt fränkische Spezialitäten, Sauerschweine und Wildbraten, leckere Brotzeitplatten mit selbstgemachtem aus heimischem Wildbret. Keine Frage, zu einem guten Essen gehört ein gutes Bier. Und Bernhard Wagner gelingt zusammen mit einem regionalen Brauer eine echt leckere Bierspezialität. Eben das Schlossbräu. Bernsteinfarbig, süffig, lecker. Ja, das ist ein dunkles, hier wie es bei uns in Oberfranken oder im ganz fränkischen Raum gibt oder sehr viel auch im Bamberger Raum, ein ungespundenes, unfiltriertes, dunkles Hausbier. Das wird zum Beispiel in einer kleinen Brauerei, einem kleinen Familienbetrieb, wird es für mich eingebraut, nach meinen Vorstellungen. Und es gab hier noch Fragmente, weil hier eine Brauerei bestanden hat bis 1911. Nach diesen Kriterien wird es für mich eingebraut. Herrlich gelegen am Turnauer Schlossweiher entwickelt sich das Lokal zu einem beliebten Treffpunkt für Radler, Wanderer, Einheimische und gerade während der Festspielzeit auch für viele internationale Gäste. Selbst italienische Köche zieht es nach Turnau und so wird dort, wo sonst Rehbraten in den Töpfen schmoren, Antipasti, Primi Piatti, Spaghetti Vongole und Dolci angerichtet. Ein gelungenes Experiment, das dem Gastronom immer wieder eine volle Gaststube garantiert. Ende 2011 soll Turnau um eine Attraktion und einen weiteren Schmuckstein reicher werden. Denn geht es nach den Vorstellungen von Karl-Heinz Lauterbach, Sebastian Hacker und Gerald Müller, dann könnte auf dem Areal der Turnauer Schlossbräu schon bald ein touristischer Anziehungspunkt von überregionalem Interesse entstehen. Es gibt vier Gründe, die entscheidend sind für den Erfolg einer Kleinbrauerei. Das erste ist Standort, das zweite ist Ambiente. Und das dritte ist ein Gastronomiekonzept, das zu so einer Kleinbrauerei passt. In allen drei Bereichen sind wir hier in Turnau hervorragend aufgestellt. Und der vierte Punkt, der noch fehlt, ist die Brauerei. Für die werben wir. Und Rezepte für ein sehr süffiges Bier haben wir auch schon. Also es kann eigentlich nicht schiefgehen. Dass es nicht nur ein Häuflein bierseliger Turnauer ist, das zeigt sich an der Schar derer, die dem Ruf zur Gründungsversammlung der Initiatoren Ende November 2011 gefolgt sind. Also wenn dieses Projekt umgesetzt wird, verspreche ich mir einen weiteren großen Standortvorteil. Es wird mehr Leute nach Turnau locken und das ist genau das Ziel, was wir haben. Turnau als schönen kleinen Ort hier in der Region noch bekannter zu machen und die Leute zufriedenzustellen, die Turnau besuchen. Und dass diese Chancen gut stehen, das bestätigt damals auch der Kulmbacher Architekt Helmut Zink, der für die Entwürfe des Projektes verantwortlich zeichnet. Ich denke, die Gastronomie hat sich jetzt seit 7 Jahren bewährt. Und als Ergänzung zu dieser Gastronomie auch ein eigenes Bier anzubieten, ist bestimmt ganz toll. Und ich nehme jetzt mal an, dass es auch schmeckt. Also dem Braumeister vertraue ich. Und es wird bestimmt eine tolle Sache. Die Philosophie hätte aufgehen können, ein gutes fränkisches Bier, eine herzhafte Küche mit gehobenen fränkischen Gerichten, regional produziert und mit viel Gefühl und Freude am Kochen zubereitet. Doch Ende September wird dieser Traum sein Ende finden, die Schlossbräu schließt für immer. Der wichtigste Grund ist die Gesundheit. Ich mache das seit 1,5 Jahren jetzt auf meine Gesundheit, jetzt geht's nicht mehr. Ist einfach Schluss, schaff's nicht mehr. Hängt aber noch was zusammen mit gutem Personal. Es ist nirgendwo was herzukriegen, der mich in der Küche entlastet, wo ich mich hundertprozentig drauf verlassen könnte. Oder auch Servicepersonal. Ist einfach schwierig. Ich habe Zeitungsinserate geschalten in 4 Zeitungen. 0 Resonanz. Bernhard Wagner geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und Personal hin oder her, die Gesundheit geht immer vor. Jetzt hat das Lachende, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist schon 10 Jahre kein Wochenende. Fast kein Urlaub. Oder wenn wir Urlaub gehabt haben, haben wir renoviert da. Wochenends wieder frei, abends mal wieder frei. Gut, es gibt aber trotzdem ein weinendes. Für das, was wir 10 Jahre hier geschuftet haben, dass jetzt alles weg ist oder ja, dass es nicht mehr gibt, das ist schon schlimm eigentlich. Wenn ich überlege, was wir wirklich zeitnah gehängt haben, liebenah gehängt haben,
Energie reingehängt haben. Teilweise bis zum Umfallen, auch eben mit Gerd Lauterbach. Und ja, und jetzt ist alles weg. Dort, wo in den verbleibenden Tagen noch einmal Geselligkeit und fränkisches Ambiente gepflegt werden sollen, geht es nach dem Willen des Vermieters, künftig griechische Gerichte und griechischer Wein auf der Speisekarte stehen. Ob Turnau, das als Töpfergemeinde über fränkische Grenzen hinaus einen guten Ruf genießt und Wert auf lebendige Tradition und heimisches Handwerk legt, dies braucht, muss in Frage gestellt werden. Wie gesagt, wir haben in keiner Weise was gegen Griechen und wir sind nur der Meinung, dass ein griechisches Lokal, so wie es jetzt vorgesehen ist, nicht in unser Konzept passt, in das Konzept, mit dem wir in Turnau fränkische Wirtshaus- und Kommunenbrautradition wiederbeleben wollten. Also da haben wir lange dran gefeilt, lange drüber nachgedacht. Und wir streben eine authentische Lösung an und da passt eben ein griechisches Lokal, also wie gesagt, so können wir griechisch essen, alle einfach nicht in die Konzeption nach unserer Auffassung. Bleibt die Frage, was denn nun aus dem Kommunenprojekt Turnauer Schlossbräu wird. War das alles nur ein schöner Traum? Da steckt jetzt viel Arbeit drin, die Arbeit ist auch nicht verloren. Wir haben Pläne, wir haben ein wirklich ausgefeiltes Konzept und haben gerade in den letzten Monaten hier nochmal deutliche Fortschritte gemacht. Wir warten jetzt einfach mal die weitere Entwicklung vor Ort ab und dann muss man sehen, ob sich neue Ansatzpunkte ergeben, um das Ganze weiter zu verfolgen. Also ich würde nicht sagen, dass es tot ist. Dann kam die andere Sache natürlich für mich völlig überraschend, was mein Verpächter da fabriziert hat. Und da war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Am Anfang war ich schon sehr niedergeschlagen, aber wenn er meint, es muss so sein, dann kann ich auch nichts machen und dann soll er es machen. Und damit ist Schlossbräu erledigt. Ich meine, den Schriftzug wird es nicht mehr geben, mein Bier wird es nicht mehr geben, das ist ganz selbstverständlich. Der Schriftzug ist geschützt, das Bier ist geschützt. Und ja, das ist damit dann Geschichte, würde ich mal sagen. Ende September gehen hier jedenfalls erst einmal die Lichter aus. Und was aus der sprichwörtlichen fränkischen Gastlichkeit wird, das bleibt offen.